Dann hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der BSG Chemie Leipzig im Anschluss an die Begegnung Chemie Leipzig gegen Hertha BSC 2. Das Nachholspiel des 18. Spieltags endete vor 4.166 Zuschauern mit 3:0. Torschützen waren Philipp Harand in der 48. Spielminute, Lukas Surek in der 85. Spielminute und auf Herrn Brando in der 91. Spielminute. Zum gemeinsamen Rückblick auf die Begegnung darf ich nun wieder die Trainer beider Mannschaften bei mir begrüßen. Doch bevor wir auf das Spiel zurückblicken, noch ein paar Worte zum Trainer unserer Gäste. Stefan Schmidt ist gebürtiger Berliner, Jahrgang 76, war von 1994 bis 2008 selber als Spieler aktiv. Danach wechselte er ins Traineramt und hat unter anderem die erste Herrenmannschaft von Paderborn, Cottbus und den Würzburger Kickers trainiert, dazwischen aber auch immer wieder Nachwuchsmannschaften. Seit dem 1. Juli 2023 ist er Trainer der 2. von Hertha BSC und in dieser Funktion ist er heute hier und wird uns seine Perspektive auf den heutigen Spieltag schildern. Herzlich willkommen in Deutsch. Dankeschön. Erstmal Glückwunsch, Miro, an dich und an dein Team. Die Worte sind wiederholbar, das muss ich deutlich so sagen. Also wir haben in dieser Saison wiederholt solche Spiele gehabt wie heute. In der ersten Halbzeit, die ersten 10 Minuten, hat einfach Chemie ein gutes Spiel gemacht und hat einfach auch ja, in dem Heimspiel versucht, die Zuschauer gleich mitzunehmen. Aber nach 10 Minuten haben wir komplett die Kontrolle übernommen, haben das Spiel gemacht. Und was uns gefehlt hat im letzten Drittel, war einfach der entscheidende Pass, beziehungsweise auch dann der Abschluss. Und das hat sich so angefühlt in der ersten Halbzeit, dass wir schon überlegen sind. Gehen so auch mit einem 0-0 in die Pause. Ich denke, für uns ein Ergebnis, was wir in der ersten Halbzeit schon anders gestalten können. Dann kommen wir raus, bekommen dann den Standard und dann steht es 0-1. Und das ist eine Wiederholung bei uns. Das ist wirklich eine Wiederholung bei uns. Ich weiß nicht, wie oft ich schon hier saß oder stand und einfach Standardtore gegen uns versucht habe zu analysieren. Und da muss man deutlich sagen, dass wir auch beim zweiten Tor auch wieder ein runder Ball, dann ist der zweite Ball, der kommt. Und ein wunderschönes Tor von Chemie. Und trotzdem muss man deutlich sagen, dass das uns heute das Spiel gekostet hat. Wieder mal. Und was mir gefehlt hat in unserer Offensive, war einfach Durchsetzungsfähigkeit, auch in den 1-gegen-1-Situationen. Das ist eine unserer Stärken, das haben wir in der zweiten Halbzeit heute überhaupt gar nicht gebracht. Und deswegen, aufgrund der zweiten Halbzeit, ist es einfach auch nicht unverdient, dass wir heute hier als Verlierer vom Platz gehen. Selbstverständlich nicht in dieser Höhe, das ist ganz, ganz klar, sondern es war ein enges Spiel. Trotzdem haben uns diese Punkte, also diese einzelnen Punkte, die ich genannt habe, heute gefehlt, um einfach erfolgreich zu sein. Und wir sprechen zwar von Lernprozessen, aber es ist auch wichtig, dass unsere junge Mannschaft das auch mal endlich lernt, um einfach auch Spiele erfolgreich zu bestreiten und gegen einen sehr, sehr kampfstarken, disziplinierten Gegner trotzdem auch auswärts zu bestehen. Wir haben das letzte Woche in Babelsberg eindrucksvoll bewiesen. Heute haben die paar Prozentpunkte einfach gefehlt und deswegen sind wir jetzt pari. Hinspiel war 3-0 für uns, Rückspiel war 3-0 für euch und so gehen wir heute aus diesem Spiel raus. Ganz herzlichen Dank. Miro, die Mini-Negativ-Serie hat ein Ende. Die Fans waren im siebten Himmel. Willst du trotzdem noch was zu dem Spiel sagen? Ja. Hallo. Hallo? Meine Stimme, ja, jetzt ist sie wieder da. Bevor ich jetzt erstmal zum Spiel komme, also bei Stefan, bei mir, wenn er jetzt gerade gesagt hat, die Situation, Hinspiel 3-0, Rückspiel eine 3-0 für uns,
Alkohol. Ich glaube, das werden wir uns aus alten Zeiten im Käfig, wo wir gegeneinander gespielt haben, wo wir noch Dachse waren. Also das passt irgendwie. Wir haben es auch mal geschafft, irgendwo noch ein Remis zu lassen, damit wir alle glücklich nach Hause gehen. Ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, jetzt zum Spiel, also ich sehe jetzt auch gar nicht so eine Negativserie. Das ist immer eine Interpretationssache, man darf auch nicht vergessen, gegen wen man gespielt hat, dann die Umstände, und wenn ich jetzt sage, auch die Umstände, das ist keine Ausrede, allein auch heute in unserem Spiel. Wir sind in das Spiel gegangen mit drei Spielern, die fünfte gelbe Karte hatten. Wir haben Bude langzeitverletzt, ist Keimers, der eigentlich gar nicht heute spielen dürfte, von der Verletzung her. Timo Mohr, der eine Prellung am Spann hat, trotzdem auch zur Verfügung stand. Also dafür muss ich ganz ehrlich sagen, hat die Mannschaft das super gemacht. Und auch gerade unsere jungen Spieler, die das top gemacht haben, wo man auch sagt, Talente auch bei Hertha, gute Kicker, aber das sind natürlich auch so Spieler, wenn man junge Spieler aus dem Bundesliga-Verein zu uns lotsen will, da kriegen wir meistens immer so einen Korb, weil die dann eben auch vormittags trainieren wollen und ja, und am besten immer nur unter Profibedingungen und dann nicht nebenbei noch arbeiten. Ja, ist halt so, die gehen einen anderen Weg, unsere Jungs machen dazu noch, gerade die Jungen gehen arbeiten und machen eine Ausbildung, dafür haben unsere Jungs, unsere Jungen das halt hervorragend gemacht. Und das zeigt dann auch, dass die dann in die Bresche springen können, wenn andere Leute ausfallen. Zur Analyse, zum Spiel würde ich sagen, dass klar, erste Halbzeit verschiedene Phasen drin waren. Besonders in der Anfangsphase, da waren wir wirklich gut drin. Wir haben hochgepresst, haben versucht, die Halter unter Druck zu setzen. Aber man darf nicht vergessen, auch eine saubere Struktur im Spiel bei Hertha. Und wenn du die spielen lässt, dann spielen sie dir in die Taschen. Und da brauchst du immer wieder Druck vorne, und dann haben wir das in der ersten Halbzeit phasenweise vermissen lassen. Dadurch wurde Hertha gefährlicher, und dann musst du einfach galliger vorne sein, mehr Druck ausüben, Laufbereitschaft, gerade so diese Pässe zu attackieren. Und zweite Halbzeit waren da nicht nur Phasen drin, sondern da haben wir es eigentlich gut gemacht. Büchsenöffner war das Tor von Harry, und das zweite Tor war natürlich auch ein schönes Tor von Suche. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, vor ein paar Wochen stand ich hier und habe gesagt, irgendwo gleicht sich im Fußball alles aus. Und da hat Erfurt, Seidemann, genauso ein Ding gegen uns in den Winkel eingehauen, sonst hätten wir 1-0 gewonnen. Und heute haben wir mal so ein Tor gemacht. Deswegen, wer oben guckt, und es gleicht sich irgendwie aus. Und deswegen freuen wir uns jetzt im Großen und Ganzen, dass der Plan natürlich auch von der zweiten Halbzeit so aufgegangen ist. Wir haben drei Tore gemacht, und dass wir natürlich unter den Bedingungen, die wir jetzt in der Saison gestartet sind, unser Ziel immer näher kommen, das freut mich, und wir freuen uns über die drei Punkte und dass wir uns belohnt haben. Und Hut ab, auch vor den Fans, die dann auch natürlich auch im durch Regen, Sonne und so weiter, wie es im Leben auch manchmal so ist, und immer zur Seite stehen. Ja, und dann noch mal Glückwunsch auch an die Mannschaft, die sich dann mit den 3-0 belohnt hat. Euch nochmal ein dickes Dankeschön, bis bald. Herzlichen Dank. Gibt es noch Fragen? Möchte der Trainer unserer Gäste möchte etwas dazu sagen. Großer, da sind wir zu zweit, ich weiß auch nicht. Ja? Also das muss ich mir nochmal in Ruhe anschauen. Ja? Hast du es von außen gesehen? Ja, also genau. Was hast du gemacht? Was hast du anders gemacht? Wo hast du hingeschaut? Das Allerwichtigste, genau, mit deinen Kumpels ein bisschen zu quatschen. Ich kann es ja auch nicht sagen, Großer. Also, das weiß ich nicht. Der Linienrichter hat dann nochmal gesagt, dass er irgendwas gesehen hat. Dann hat der Schiedsrichter erst nach 2 Minuten die rote Karte gegeben. Da gab es ein Gerangel, das weiß ich, aber ich habe es nicht genau gesehen. Anton. Das ist der Stefan, Anton. Jetzt bist du genauso auch mit ihm Kumpel, okay? Und wir gucken, ob wir vielleicht irgendwie ein Video für dich finden, damit du dir das nochmal angucken kannst. Kein Problem. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, es gibt noch eine Frage. Zu dem nicht stattgefundenen Wechsel. Was war denn da die Ursache? Du kannst nicht leise sein, ehrlich nicht. Ja, da war ein bisschen Konfusion drin. Wir hatten noch einen Slot frei, und dann haben wir aneinander vorbeigeredet. Und dann haben wir gesagt, wir dürfen dann noch einmal, und
die Aussage war, ja, danach aber nicht mehr. Und dann haben wir alle dann irgendwann aneinander vorbeigeredet und dann kam dieser Stress rein und dann habe ich gesagt, Moment mal, jetzt vergiss es einfach, die 2 Minuten, jetzt lassen wir es einfach sein. Und nachher dann gesagt, ja, ihr könnt jetzt nochmal. Und dann habe ich gesagt, naja, meinte ich doch. Und dann meinte er so, naja, und dann dadurch ist es dann irgendwie durch die ganze Dynamik, durch die Hektik war überlaufen gegangen. Aber ich wollte dann jetzt auch keinen Stress mehr reinbringen, deswegen einfach mal das Ding runternehmen. Und aber alles ist okay. Wenn man hier in Leut spielt, ist es eben sehr laut. Und dann kann man auch ein paar Sachen falsch verstehen. Alles gut. Gibt es jetzt noch Fragen? Alles geklärt. Wow. Gut, dann können wir uns jetzt dem hemmungslosen Feiern widmen. Weiter geht's am kommenden Mittwoch gegen Energie Cottbus. Anpfiff ist hier in Leutsch um 19 Uhr. Wir freuen uns auf euch und auf Energie Cottbus. Macht's gut, schönes Wochenende noch. Ciao. Okay.